Sandstone ist hier Sand. Ich weiß nicht, ob das zählt. Von daher baue ich auch lieber sicherheitshalber mal den Sand hier ab. Bist du dumm? Dankeschön. Hey. Was machst du? Aufnehmen. Danke. You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Ja, und willkommen zur neuen Folge Craft Wars. Wir werden jetzt noch versuchen, weiter an der Base zu arbeiten, dass wir für das PvP-Event rechtzeitig alles fertig haben. Slash Craft Wars. So, damit hat die Insel betreten. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich alles schaffen werde, innerhalb der Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Erstmal Slash C und wir haben leider keine Blöcke. Ich muss jetzt schnell drei Steine haben und dann machen wir jetzt auch direkt eine Axt. So. Ziehen direkt eine Steinaxt, fahren wir jetzt direkt weiter Holz. Ich muss nämlich alles wirklich in dieser Folge hier fertig schaffen. Ich spiele übrigens mit Level Mod 3.0. Ich werde das jetzt immer so ein bisschen hin und her changen zwischen dem Primus Mod und Level Mod 3.0. Und ja. Und ich hatte tatsächlich noch eine Axt, um was zu tun, um die zu sehen. Wow. Immer wird auch wieder veröffentlicht und deswegen, naja, wird jeder Vlog, den man hier jetzt setzt, für die ganzen User spielbar gemacht. Und ich habe hier jetzt einen großen Scheißbaum. Ja, super. So, jetzt muss ich es hier schnell machen. Gott, man kann das einfach mit Wasserleck machen. Oder mit Lava. Scheiße. Das ist belastend jetzt. Warte. Kann man von hier das Bett abbauen? Ja, kann man. Scheiße. Oh Gott, das wird echt noch richtig problematisch. Kann man immer noch abbauen. Fuck, das hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders erhofft, dass ich das mache. Aber ich hoffe jetzt mal, dass hier niemand irgendwie ein Wassereimer oder Lavaeimer mitnimmt, dass er das hier auch nicht einbauen kann. Und dann hoffe ich einfach mal, dass es so wird. So, und dann mache ich PvPC, hole mir das Bett, schreibe hier auf, schreibe am letzten Aufnahmetag deinen Namen rauf, dein Events, mein Spawn, mein Shop und mein Bronze-Spawner. Dann mache ich hier, schreibe ich, keine Ahnung, wo ist das am offensichtlichsten, stelle ich hier einfach auf die Insel drauf. Famous, klingt, ich muss jetzt auch nochmal gucken, ob ich nicht irgendwie Sensor oder so irgendwo verbaut habe, weil dann mache ich nachher dasselbe. Was Mini gemacht hat, aus Versehen falsch, das will ich nicht. Sandstone ist hier Sand, ich weiß nicht, ob das zählt, von daher baue ich auch lieber sicherheitshalber mal den Sand hier ab. Bist du dumm? Dankeschön. Hey. Was machst du? Aufnehmen. No. Danke. Es sind noch 3 Minuten. Shop hier hin. In Event Spawner.
Event Spawner soll hier hin. Und das. Das Bett dahin habe ich schon gemacht, okay. Ah, ich kann den Event Spawner gar nicht mehr umstellen. Mann! Ey. Jetzt hier eine Kiste noch. Ja, hier kommt meine Aufnahme. Hey. So. So, hier eine Wand, Noten blockieren, keine Ahnung, was die bringen. Kopf. Kiste und ich hoffe mal, wenn ich mich jetzt umbringe, dass ich meine Sachen behalte. Ah, noch 2 Minuten, Mann! Was? Nix. Nix, Schlückchen. Ja. Es wird schon ausgeblendet, gell? Naja, ne? Weiß man nicht. Ich glaube nicht. Arsch. Nee. Nee. Ich überlege gerade, ob ich die Aufnahme zerstören soll. Wie? Was willst du machen? Nix. Okay. Zack, 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 zack. Hier noch. Holzschwerter einfach in die Chest hier. Webs in die Chest. Keine Ahnung, ob das jetzt gewertet wird fürs PvP-Event, die Sachen wie letztes Mal. Das ist alles gesetzt. Und warte, jetzt noch den Lava-Eimer und den Wassereimer. Und Karotten, die Picke. Und ja, Äpfel. So, das kann auch alles dahin. Hier kann ich im PvP-Event auch eine Kuh spawnen lassen, da habe ich einen Titel. So, trotzdem, lass mich kurz hören. Ich komm einfach an Channel, aber will dann nicht gehört werden. So, weißt doch, dass ich aufnehme. Ich war die ganze Zeit im Channel, Alter. Ich weiß. Bist du dumm oder so? Ja, aber das, ich weiß, schneide ich das einfach raus. Kommt das so, als wenn du... Nein. Ja, doch, so. Dies ist nicht die Sprache, die ich rede. So, dann ist es. Ich schicke dir gleich ein Quiz, ja. Ein Quizzi. Was? Nee, guck in meine WhatsApp-Story. Ja, wait. So, 10 Sekunden noch. So, das war's. Jetzt glaube ich, ist alles fertig. Ich weiß nicht, wenn du fertig bist. Was? Was? Dass du noch nicht fertig bist. Ja, 5, 4, 3, 2, 1, so. Dann bin ich auf Server. Das war's mit der Folge. Ciao, haus rein. Das ist nicht ernsthaft dein Moderator, oder? Nein, ist es auch nicht. Ich hab grad noch irgendwas gesagt. Normalerweise sag ich einfach, ja, sag ich einfach nur ciao, weil ich, Videos sind halt eigentlich, ich mache eigentlich nur CW-Videos und da sag ich halt so oder so, das ist halt nicht extra für die Aufnahme immer. Also, ich nehme da halt normalerweise nie irgendwie auf, außer jetzt bei Craft Wars. Last Christmas, I gave you my heart. Sing weiter. But the very next day, you gave it away. Okay, das war's mit der Folge. Haut rein und ciao. Weil ich gemerkt habe, dass die meisten Leute im letzten Craft Force PvP Event Video gar nicht gemerkt haben, dass ich und Dario im Finale waren und man gar nicht genau sah, dass ich gestorben bin und Darios Folge leider verloren gegangen ist und auch die Endreaktion nicht existent war, also ich die Endreaktion einfach rausgecuttet hatte und hier der Kommentar ist, wenn du verlierst heute, dann kann ich euch einmal kurz die Endreaktion zeigen, wie ich verloren habe und ja, wie ich dann in Klammern heule. Hust, hust. Ich bin einfach gestorben. Scheiße. Fuck, Junge, ich sterb einfach. Hattest du noch Bett? Nein. Buddy, du hast... Oh mein Gott. Durch ein Loch. Nein. Warte, ich hab jetzt ernsthaft die 88 Minuten zugeguckt. Ernst, Alter. Also ich war auch manchmal ausgetappt. So. Ich dachte jetzt so, ja komm, spannender Fight in der Mitte.
Vor allem, ich hab noch vorher so gesagt, ich darf jetzt, egal wie ich sterbe, aber bitte nicht, indem ich runterfalle. Hey, warte mal, Dario hat gewonnen. Ui, yeah. Junge, dieses Timing war so unlucky, ne? Ich bin runter, hast die letzte Kiste fertig. Ich war die ganze Zeit, ich hab schon gesagt zu meinen Zuschauern so, Digga, ihr darf jetzt bloß nicht sterben. Ich wusste, wo, bitte helfen Sie mir, ist im Bett da, aber unmöglich. Ja, ich nicht.